Reaction. Erwische deine Freunde, bevor sie dich erwischen. Reaction kann mit 3 bis 8 Personen gespielt werden und ist ab 12 Jahren geeignet. Bei Reaction werden dir immer wieder neue Verhaltensregeln vorgeschrieben. Absolute Geistesgegenwart ist gefragt, um im Chaos den Überblick zu behalten. Der Buzzer wird gut erreichbar für alle neben dem Spielplan aufgestellt. Jeder Spieler wählt seine Spielfigur in seiner Lieblingsfarbe und stellt sie auf das Startfeld. Die verschiedenen Regelkarten werden alle zusammengemischt und jeder Spieler bekommt verdeckt 2 Karten. Der restliche Stapel wird ebenfalls verdeckt bereitgelegt. Bei bis zu 4 Spielern bekommt jeder Spieler ein Nur-Du-Tableau zugeteilt. Spielen 5 bis 8 Spieler, werden die Nur-Du-Tableaus zunächst nur bereitgelegt und kommen erst nach und nach ins Spiel. Den Buzzer darfst du immer dann betätigen, wenn du meinst, dass eine Regel gebrochen wurde. Die orange Aktionskarte beschreibt, welche Aktionen ausgeführt werden müssen. Wer davon betroffen ist, siehst du am gelben Akteurfeld darüber. Liegt dort noch keine Akteurkarte, gilt die Aktion je nach Abbildung für alle weiblichen oder alle männlichen Mitspieler. Die gelbe Akteurkarte sagt, wer die im darunter liegenden Feld beschriebene Aktion ausführen muss. Man legt sie auf eines der beiden dafür bestimmten Felder am Spielplan. Das darf man auch, wenn im orangen Feld darunter noch keine Aktionskarte liegt. Mit der hellblauen Nur-Du-Karte kannst du einen bestimmten Mitspieler mit einer Aufgabe beglücken. Bei bis zu 4 Spielern hat jeder Spieler ein eigenes Tableau. Bei mehr als 4 Spielern nimmst du eines der 4 vorhandenen Tableaus vom Stapel und teilst es einem Mitspieler deiner Wahl zu. Darauf legst du dann die neue Aktionsaufgabe. Sind alle Tableaus in Verwendung, nimmst du ein beliebiges Tableau, auch von dir selbst, falls du gerade eines hast, und teilst es mit neuer Aufgabe zu. Einem Spieler darf aber nicht mehr als ein Tableau aufgebürdet werden. Gespielt wird im Uhrzeigersinn und anfangen darf, wer die Karten gemischt hat. Bist du dran, ziehst du eine Karte vom Stapel und legst eine deiner 3 Karten auf ein entsprechendes Feld. Jetzt musst du alle Mitspieler jeweils über die neue Situation informieren. Lies daher die neue Karte laut vor. Bei Akteur- bzw. Aktionskarten müssen immer beide in Kombination vorgelesen werden. Achtung, ab nun ist die neue Regel aktiviert. Das Spiel geht in der gewohnten Reihenfolge und Richtung weiter. Doch Achtung, immer gut aufpassen, welche Regeln für wen gültig sind. Dabei kann es sogar passieren, dass bis zu 3 Regeln für einen Spieler gelten. Jeder Spieler, der einen anderen bei einem Regelverstoß erwischt, kann jederzeit den Buzzer drücken. Hier gibt es keine Spielreihenfolge. Pro Runde, also solange ein gleicher Spieler am Zug ist, darf jeder Spieler den Buzzer nur einmal drücken. Hast du gebuzzert, musst du dem Regelbrecher seinen Regelbruch konkret vorhalten. Hast du einen oder auch mehrere Spieler tatsächlich beim Regelbruch erwischt, darfst du 2 Felder vorrücken. Wurdest du beim Regelbruch erwischt, musst du ein Feld zurück, allerdings nie über das letzte Feld hinaus. Im Streitfall entscheidet die Mehrheit. Kommt keine Mehrheit zustande, geht das Spiel ohne Wertung einfach weiter. Hast du falsch gebuzzert oder kannst du den Regelbruch nicht richtig benennen, musst du ein Feld zurück. Ist der Kartenstapel vor Spielende zu Ende, werden die verbrauchten Karten neu gemischt und wieder bereitgelegt. Wer als Erster das Zielfeld erreicht, hat das Spiel gewonnen. Also ran an die Sache und erwische deine Freunde, bevor sie dich erwischen.